freue mich, hier zu sein. Ich danke für die Einladung. Ich möchte Sie nicht lange beanspruchen, denn das ist ja nicht der Zweck dieses heutigen Abends. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unsere Gäste aus Japan recht herzlich zu begrüßen. Ich tue das. Ich tue das aus einem bestimmten Grund. Denn Japan und Flamenco hat mehr miteinander zu tun, als wir alle glauben. Wenn Sie in Sevilla auf der Straße gehen und Sie sehen nur eine Gruppe japanischer Mädchen, ist Flamenco noch nicht weit. Ja? Sie wissen das wahrscheinlich. Ja? Ich habe sogar das Glück gehabt, dass eines meiner Bücher ins Japanische übersetzt war. Ich kann natürlich kein Wort davon vorlesen, aber Sie können es. Also, ich möchte nur betonen, dass hier das nicht der geeignete Ort ist, um über den Flamenco in akademischer Weise zu sprechen. Es ist ein zu faszinierendes Thema und ich möchte hier das Ganze nur in wenigen Worten zusammenfassen. Vielleicht beginne ich mit meiner kürzesten Definition, die ich im Laufe von 30 Jahren zustande gebracht habe, um den Leuten kurz zu erklären, was ist Flamenco. Ich lese es vor, damit ich mich nicht verliere. Flamenco ist ein im 19. Jahrhundert im Milieu einiger südspanischer Städte aus der Transformation regionaler Musiktradition und volkstümlicher Tänze unter dem Einfluss der damals auf den Bühnen in ganz Europa kursierenden Zigeunermode und dem Nationalismus in der Musik von Laienkünstlern der städtischen Bohème entwickelter, neuartiger, hybrider Interpretationsstil, der dank seiner Popularität rasch zu einer nationalen Repräsentationskunst geworden ist und seit dem Jahr 2010 als Bestandteil des globalen Kulturerbes im Katalog der UNESCO zu finden ist. Ja? Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich meine beiden, zumindest die beiden in deutscher Sprache publizierten Bücher dazu, deren bibliografische Angaben ich Ihnen gerne am Ende der Veranstaltung zukommen lasse, so Sie das wünschen. Ich will aber jetzt einige Überlegungen daran anbieten, die Ihnen möglicherweise behilflich sein können, das besser zu verstehen, was hier in Gestalt der Musiker und der Tänzerin vor Augen geführt wird. Jedes Erleben beruht bekanntlich auf sinnlicher Wahrnehmung und Einordnung des Erlebten in die eigene Gefühlswelt. Und dann anschließend mittels Denken vom Objekt der Anschauung und Begierde in jenes des Erkennens und Verstehens transformiert zu werden. Erst damit wird die gesellschaftliche, also die soziale und die kulturelle Dimension des sinnlich Vorgeführten und dabei Erlebten in seiner vermittelten, symbolisch gefassten Form dem Beobachter verstehbar. Denn der Flamenco ist, wenn er zum kunstvollen Ausdruck gemacht wird, mehr als schematisch eingeübte Technik im Körper- und Stimmverhalten. Er ist immer auch und insbesondere kulturell kodierte Interpretation von Wirklichkeit und damit ein Element des sozialen Zusammenhalts von Gemeinschaften. Flamenco vermittelt also sinnlich erfahrbare Wirklichkeit in ihrer Vielfalt und auch Widersprüchlichkeit. Er ist ihr mittels Körpertechnik sinnhaft vermittelter und verstehbarer Ausdruck, kommunizierbare und kommunizierte Botschaft über Wirklichkeit, wie dies die Poesie, Malerei, bildende Kunst, Musik im Allgemeinen sowie das Theater auszeichnet. Kunst ist jedoch nicht einfach Widerspiegelung der Wirklichkeit, sondern ihre symbolische Bearbeitung und technische Vermittlung. Sie ist nicht passiv, sondern aktiv am Gestalten der Welt sowie am Erkennen dieser Gestaltung beteiligt. Sie ist ein der Wirklichkeit geschuldetes Produkt, in dem etwas anderes, über die erfahrene Wirklichkeit hinausgehendes, zum Ausdruck gelangt.
Sie ist ein anschauliches Projekt zur Erfassung und Gestaltung von Wirklichkeit. Das Erkennen menschlichen Seins in Gesellschaft und Natur zielt aber nicht nur auf die äußere Wirklichkeit ab, sondern schließt ebenso die innere, sowohl des Ausführenden als auch des Beobachters ein. Kunst ist physischer Ausdruck der Beziehung des Menschen zur Gesellschaft und zur Natur, einschließlich jener des Menschen zu sich selbst, also Mittel zur Selbsterkenntnis. Eigentlich besteht die Eigenart der Kunst in dieser zweifachen Dimension des Erlebens, in dieser durch sinnlichen Ausdruck vermittelten Verbindung, die es gestattet, allerdings nur bei entsprechendem Willen und Anstrengung des Denkens, jene gesellschaftlich verdrängten, von kulturellen Konventionen deformierten, tief in jedem schlummernden Gefühl, Impulse, Bedürfnisse und Wünsche in das Bewusstsein zu heben. Leiden und Leidenschaften als etwas Gemeinsames sichtbar werden zu lassen. Ja, es sollte die Aufgabe der Kunst und mit ihr der Künstler sein, mittels der von ihr und ihnen gemachten Vorgaben diesen Schritt hin zur Darstellung innerer Zustände menschlichen Seins anzugehen und sich von der wahrgenommenen Wirklichkeit, dem Eindruck von der Welt, in die innersten der von der menschlichen Natur vorgegebenen Sphären vorzutasten, also zum Bewusstsein seiner selbst, zum Selbstbewusstsein. Kunst und Natur sind jene zwei Seiten menschlichen Seins, in denen sich gesellschaftliche Vermittlung, Kommunikation und in ihrer direktesten, umfassendsten oder, wie der bekannte Kunstphilosoph Arnold Hauser formulierte, totalitären Weise abspielt. Kunst zielt darauf ab, die Totalität des Lebens in seiner umfassendsten Weise zum Ausdruck zu bringen, wobei sie im Sinn Descartes nicht nur Gewissheiten aufzeigt, sondern gleichzeitig auch den Zweifel an ihr, um produktiv sein zu können. Der Flamenco spiegelt diesen Prozess durchaus ebenso wider, wie dies die Kunst im Allgemeinen vermag. Ich betone die Kunst, denn der sinnliche Ausdruck unserer Innenwelt findet sich in allen menschlichen Äußerungen eingebrannt. Doch ihn zum eigentlichen Gegenstand zu machen, ihm also ästhetischen und wissensbezogenen Ausdruck zu verleihen, ist der kunstvollen Anstrengung des Individuums vorbehalten und macht ihren innersten Kern aus. Konkret auf den Flamenco-Tanz bezogen heißt das, dass die ihn ausführende Person nicht nur ein alltäglich eingeübtes und zu bestimmten Anlässen praktiziertes Bewegungsritual zu mehr oder weniger komplexer musikalischer Begleitung ausführt, sondern ihm, dem alltäglichen Leben, eine allgemein verständliche und nachfühlbare, dabei aber kompromisslos aufwühlende Gestalt verleiht, die in der Lage ist, in die Innenwelt des Betrachters einzudringen, ihn zur Stellungnahme sowie Reaktion zu zwingen, seine Gefühle und Impulse anzusprechen und während einiger Augenblicke von den Fesseln der gesellschaftlichen Konventionen zu befreien. Also jenes reinigende, kathartische Erleben einem Vulkan gleich auszulösen, das von den Verehrern dieser Kunstform als Duende, Geist, angesprochen wird. Ich würde dieses tief innere Erleben musikalischen und körperlichen Ausdrucks mit dem allgemein verständlicheren Begriff der Ekstase als quasi erlösenden, befreienden Zustand umschreiben, den wir üblicherweise der Religion zuordnen. Doch im Unterschied zur Religion vermittelt Kunst einen Bezug zum Diesseits, nicht zum Jenseits. Zur Überwindung und Befreiung von irdischem Schmerz sowie genussvoller Hinwendung zur Freude am Leben. Um das zu ermöglichen, werden im Fall des Flamencos rasende Akkorde aus Darmsaiten gerissen und ins Publikum geschleudert. Wird die raue,
aus den Eingeweiden gepresste Stimme des Sängers oder der Sängerin zum Aufschrei angesichts der Welt, der vibrierende Körper im Tanz zur fieberhaften Frequenz und verführerischen Einladung, am Akt des sinnlichen Erlebens teilzuhaben. Hinter dieser kollektiven Maske aber steckt Natur und mit ihr Energie, die uns alle bewegt und durch kunstvollen Ausdruck unsere eigenen, innerlich gespannten Saiten zum Klingen bringen kann. Ich danke Ihnen.